Möchte jetzt zeigen, wie man mit dem Programm XMedia Recorde eine Videodatei, die Ton und Video enthält, in eine reine MP3-Datei umwandeln kann, das heißt in eine reine Audiodatei. Warum ist das ganz praktisch? Wir werden das dann in einem anderen Video hier dann verwenden, im Zusammenhang mit dem Microsoft Movie Maker. Da wollen wir dann die Musik, die in dem Video vorkommt, dann in einem anderen Projekt, in einem anderen Video weiterverwenden. Dafür wollen wir uns dann rein die Musik oder die Tone einfach herausholen. Wir sind hier in diesem XMedia Recorde. Wie man das herunterlädt und installiert, habe ich schon in einem anderen Video gezeigt. Ich gehe auf hier auf Datei öffnen, wähle mir dann eine Videodatei aus, in dem Fall wähle ich mir hier diese Datei aus. Das ist eine MP4-Datei, es könnte auch ein anderes Format sein. Und jetzt ist der wesentliche Schritt, dass ich hier die richtige Registerkarte wähle, nämlich Format, wähle mir hier jetzt MP3. Und bei MP3 wird dann hier automatisch schon angezeigt nur Audio. Und ich habe im Prinzip das Wesentliche schon erreicht. Müsste hier jetzt keine weiteren Einstellungen vornehmen. Hier siehst du das an und für sich das Video, den Videoanfang. Und hier bei Jobs ist noch nichts eingetragen. Und ich kriege hier einen Job, der von XMedia Recorde dann bearbeitet wird, indem ich hier auf Job hinzufügen klicke. Und ich habe es hier drinnen in meiner Jobliste. Und ich habe hier schon eingetragen D-Austauschordner Flöte MP3. Das heißt, entsteht eine Datei, eine MP3-Datei. Wo diese Datei landet, habe ich vorher hier schon eingestellt im Zielordner. Da kann ich auf Durchsuchen gehen und den Ordner einstellen. Und wenn ich das gemacht habe, dann wird also dann, wenn ich einen Job hinzugefügt habe, hier dann der Pfad dann festgelegt. Ich klicke jetzt hier auf Kodieren. Schauen wir, wie lange es dauert. Das ist in einer Sekunde, ist dann der reine, ist die reine MP3-File dann entstanden. Und dieses MP3-File kann ich dann in meinem Projekt hier beim Windows Movie Maker dann auch verwenden.